Wie bringt man sinnvolle Beschäftigung für Menschen mit Beeinträchtigung mit dem Gedanken des Umweltschutzes zusammen? Die drei Lebenshilfen Trofeiach, Judenburg und Hartberg zeigen uns das mit dem Projekt Öko-Friends. In der Steiermark gibt es ja 16 eigenständige Lebenshilfen und die Lebenshilfen Trofeiach, Judenburg und Hartberg haben vielleicht noch ein bisschen eine intensivere Zusammenarbeit und wir haben diese Idee einmal in Trofeiach geboren und haben eben die anderen beiden einmal eingeladen, sozusagen dieses Projekt einmal zu starten, sich das einmal anzuschauen, wie es läuft und funktioniert. Aber wir haben auch schon Gespräche mit anderen Lebenshilfen geführt und die sind auch schon interessiert, dann mitzumachen, wenn das Pilotprojekt erfolgreich läuft. Das heißt, aus diesen 30 beschäftigten Menschen mit Behinderungen können vielleicht einmal 300 werden. Und dann vielleicht, wenn man es österreichweit ausdehnen wird, vielleicht noch mehr. Laut einer Statistik werden in österreichischen Haushalten über 8 Millionen nicht genutzter Handys und Smartphones gelagert. Und damit können wichtige Rohstoffe nicht genutzt werden. Um dem entgegenzuwirken, werden von den Lebenshilfen in nächster Zeit Öko-Friends-Sammelboxen aufgestellt. Die eingesammelten Mobiltelefone werden ausschließlich von Menschen mit Beeinträchtigung nach fest definierten Kriterien sortiert und der fachgerechten Entsorgung zugeführt. Also wir starten jetzt einmal mit dem Projekt. Am Anfang ist natürlich noch weniger zu tun, weil es noch klein ist, das Projekt. Aber wir hoffen, dass sicher einmal in den Lebenshilfen Trofeiach, Judenburg und Hartberg, die jetzt am Anfang einmal dabei sind, jeweils 10 Menschen mit Beeinträchtigung circa hier eine Beschäftigung finden. Wir hoffen natürlich, dass wir viele positive Reaktionen bekommen und würden uns wirklich freuen, wenn wir so pro Monat 50 bis 100 Handys je Einrichtung sammeln könnten. Das wären dann irgendwo um die 300 bis zu 300 Handys im Monat und dann eben im Jahr so um die 3000 Handys. Das wäre schon ein Erfolg fürs erste Jahr einmal. Ja. Sinnhafte Arbeit, Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe und Beeinträchtigung im Arbeitsleben schließen einander nicht aus, wie dieses Projekt zeigt.